Moin Moin Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Resident 3 hier bei uns auf dem Kopfkanal. Es geht weiter und wir sind hier immer noch auf Tardanis und in diesem Part wollen wir uns weiter um die Minen kümmern, denn wir sollen da Bericht erstatten und unser Weg führt uns zu Mine Nummer 2. Ich denke mal, wir nehmen uns jetzt diese Mine hier vor. Moment, so. Ich denke, wir nehmen zuerst diese, oder? Und dann die. Wir nehmen zuerst die links gelegenere und dann nehmen wir uns den Rest vor. Und dann bin ich auch schon gespannt, was wir dann noch weiter hier auf Tardanis tun werden. Wo sich der Weg für uns hinführt oder wo sich der Weg ebnet für uns. Warum auch immer wir eine Waffe ziehen sollen. Hä? Ich höre Kampfgeräusche, aber hier ist nichts. WTF? Hä? Lol. Da ist geile Spinnen-Action. Aber warum ist denn hier wieder so ein Schattenkrieger? Shax! Gut so. Nicht, dass es noch Eier legt. Was macht der alte Pisser denn hier? Hast du nichts zu tun? Auf einmal hockt der hier oder was? Shax, du Boy. Eine 70er-Truhe, okay. Okay. Okay, so nicht. Okay. Uno momento. Zack, zack. Nein, 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 das wollte ich nicht so. Zack, zack, zack. Na, ach Gott. Ja, und dann zwei und dann zack, jawohl. Sehr schön. So, was haben wir hier in Expeditions... Holy shit, 60 Schaden. Kritische Treffer... Alles klar. Und Rezept für Trank des Diebes. Ui. Äffchenschädel brauchen wir. Fuck, haben wir die verkauft? Warum brauchen wir Äffchenschädel? Wo kriege ich Äffchenschädel her? Okay, checks, wir gehen mal hier rein, ne? Hier dürfen wir doch bestimmt rein, oder? Das sieht gut aus. Shax, warum bist du jetzt auf einmal hier? Das macht mich ein bisschen verrückt. Äffchenschädel, Äffchenschädel, Trank des Diebes. Brauchen wir für irgendein Rezept einen Trank des Diebes? Trank der Klingen? Nee, momentan noch nicht, ne? Nee. Aber den könnten wir bald gebrauchen. Also sollten wir Äffchenschädel jetzt auch behalten. Äffchenschädel. Hatten wir schon mal Äffchenschädel? Müssen wir eigentlich, oder? Hier gibt es auch nichts in den Büschen. Ne. Wo ist denn jetzt die Mine hier? Oh. Die Mine ist gar nicht hier. Der Eingang ist da unten. Lol. Was macht denn die ganze Zeit diese komischen Geräusche da, Alter? Ich weiß es nicht. Ist der Eingang da unten oder was? Es wird schon wieder dunkel, ne? Sieht so aus, als wäre der Eingang da unten. Oh, das sieht gut aus. Denn da sind noch Gegner. Das heißt, hier waren wir noch nicht. Komm, auf da. Spinnen. Jawolski, Jawolski. Ah, tatsächlich, da ist der Eingang. Oh, hier ist sogar noch ein Rammer. Ja, komm, nehmen wir uns mal eben vor. The fuck, hier ist noch ein ganzes Gebiet, was wir nicht erkunden. Ah, guck mal, das hier, das wäre ein nächstes Gebiet, was wir hier noch erkunden. Nee, da müssen wir bald erst hin. Zu dem Reaktor müssen wir hier noch hin.
Ja, machen wir noch nicht. Wir wollen uns ja jetzt erstmal die Mine hier vornehmen. Ich bin gespannt, wie viele Kobolde hier hausen. Können wir den Schädel mitnehmen? Für einen Effenschädel. Nun gut. So. Ja, Spitzhacke. Sieht nicht so aus, als lebt hier noch etwas, das sprechen kann. Die haben es hinter sich. Oh. Oh. Tatsache. Collins. Kein Zweifel, das waren die Schattenbiester. Armes Schwein. Neue Quest, die zerstörte Mine. Oh, hier sind echt Schatten drin. Fuck our lives. What the fuck? Der eine Höllenhund nervt ganz schön. 1 von 5 Skeletten, 0 von 5 Höllenhunden. Das Dämonenvieh steht nicht mehr auf. Und 0 von 2 Schergen. Fuck our lives. Es sind hier die Schatten drin, alles klar. Und die zerstörte Höhle. Die zerstörte Mine. Naja, wir machen hier sauber. Oh, das ist aber echt nicht cool. Gehen wir erstmal den rechten Weg. Oh, so viele Abzweigungen hier wieder, ey. Ja. Ich greife an! Gut, dass die Höllenhunde schon fast down sind. Sind noch 2 insgesamt da. Das sind mit die nervigsten Gegner. So. No. Noch ein toter Gnom. Hier ist ein Bett. Diese Schattenbiester, ey. Ich habe gedacht, es sind jetzt überall die Kobolde, aber es ist Abwechslung. Finde ich cool gemacht, dass es jetzt hier die Schatten sind, die diese Mine überfallen haben. Da unten sind Schergen. Hier ist eine 20er-Truhe, die öffnen wir sofort. Das Buch sieht aus, als könnte man es mitnehmen, aber kann man nicht. So, mach die Truhe auf. Danke. Schattenklinge, Golderz und 5-mal Golderz. What the fuck, alles klar. Und eine Spitzhacke. Sehr schön. Ein verdammter Schattendämon. Komm her, du Mistvieh. Okay. Da kann man runter. Oh, da sind ja schon die beiden Scherben. Ah, jetzt der Höllenhund hier. Der wird nerven. Der wird sehr nerven. Ah, vielleicht auf den Höllenhund erstmal konzentrieren. Ja. Ist nur noch einer da. Sehr gut. Der erste Scherge ist tot. Horace, wie steht's bei dir? Nicht gut. Ja. So sehe ich das auch. Mist, da ist noch ein Wächter tot. Nicht gut. Wir haben ja einige Kollegen verloren. Beziehungsweise die Magier einige Wächter. Magisches Kristall. Dass wir hier an magischen Kristallen einsammeln, ne? WTF einfach nur. Ach, Gnom tot. Hier ist noch eine Voodoo-Puppe. Minenwache ist auch tot. Eieiei. Hier ist noch ein Kristall. Hui. Könnte meinen, da könnte man runter. Ich würde es mal eben testen. Nein, kann man tatsächlich nicht. Gut, dann öffnen wir die Truhe. 40er war es, oder? Ne, eine 20er. Okay. Was hier wohl vorgefallen ist. Wie konnten die alle auf... Oh, hier ist noch ein Höllenhund. Okay. Das dürfte der letzte sein, ja. 3 Skelette fehlen uns noch. Wie das passieren kann, dass sie auf einmal überrannt werden. Mist. Also die Schatten müssen ja mehrmals... gleichzeitig mehrmals überall angegriffen haben.
Weil irgendwann muss ich das auch umsprechen. Da muss man doch hier deutlich die Posten verstärken eigentlich. Sollte man meinen. Oh, hier ist noch ein toter Gnom. Wie viele Gnome hier jetzt auch schon tot sind, ne? Das gefällt mir gar nicht. Oh, hier ist noch ein Skelett. Jawohl. Sehr schön. Zwei Skelette fehlen uns noch. Wir können mal eben hier trinken. Da sind wir full live. Und Golderz, nice. Sehr schön. So. Toter Gnom. Mann, Mann, Mann. Was die hier an Schaden angerichtet haben. Nicht okay. Naja, wir passen auf. Das sind eh die letzten beiden Skelettgegner hier. Oh, schön doppelt getroffen. Beide. Sehr schön. Die Schatten haben die ganze Mine entvölkert. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es bald niemand mehr auf dieser Insel. Naja. Das würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben ja noch ein ganzes Magierlager, was voller Leben strotzt. Vielleicht auch mal voller war. Weiß ich nicht. Aber trotzdem strotzt es eigentlich immer noch gut voller Leben. Und ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Ah. Wir sind wieder am Anfang der Höhle, oder? Hä? War das der Anfang der Höhle? Tatsache. Nee, raus will ich eigentlich noch gar nicht. Wir haben das safe noch nicht alles gesehen. Ist die Leiche hier auch despawned von dem Wächter? Tatsache. Interesting. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Guck mal, da ist immerhin 10 Ruhm. Und ich glaube, da oben waren wir auch noch nicht, ne? Genau, hier über diese kaputte Brücke rüber. Oh, da rutschen wir runter, alles klar. Chill. Nun komm. Jetzt machen wir den Sprung. Ja, okay. So wird das nix. So verlieren wir nur unser Leben. Muss ich da wirklich mit dem Papageien rüber? Das sieht so aus, weil es gibt da keinen anderen Weg. Nun gut, dann nehmen wir den Papageien. Ich werde lieber hier warten. Genau, warte du und dann holen wir uns den Loot. Auch immer die dann da rüber gekommen sind, aber gut. Natürlich ist... Oh ja, der Ohrring. Was kann der denn? Nicht so viel. Zumindest für mich nichts interessant. Wie ist Horace denn jetzt hierher gekommen? Hallo? Willst du mich verarschen? Horace, Alter, wie bist du hierher gekommen? Hätte ich mir den Papageien voll sparen können, oder was? So, da drüben waren wir. Wir waren jetzt, glaube ich, überall. Oh, hab ich mich erschrocken. Alter Schwede. Mann, ey. Diese Wichse, ey. Oh, ich hasse dieses Gimmick. Wenn die Viecher da aus dem Boden gekrochen kommen, ey. Oh. Heilige Mutter Maria. Hab ich mich verjagt. Was ein Scheiß. Ah, sorry, Ratte. So, hier scheint es aber auch nichts mehr zu geben. Mann, Mann, Mann. Ja, da würde ich sagen, ist die Höhle auch erkundet, oder? Nochmal gucken. Wie auch immer Horace jetzt hier hingekommen ist. Kann man sich da doch hochziehen lassen irgendwie? Nö.
Wahrscheinlich ist er da auch eiskalt drüber gesprungen. Und wir haben es einfach nur nicht gepackt. Ja, Tatsache. Nun gut, wir sollten uns mal wieder... Wir wollten uns einfach mal wieder schlafen legen, weiß ich noch. Genau. Das hatte Mendoza uns mal geraten. Ist das Ursigur, der da steht? Das dürfte Ursigur sein, ne? Ich möchte aber eigentlich den Seelenstaub gerade sammeln. Ich habe hier noch was zu erledigen. Oh, ist das Story jetzt bedingt hier? Ich will aber trotzdem den Seelenstaub mitnehmen. Ich habe hier noch was zu erledigen. Scheint wirklich Story zu sein, man kann es hier eigentlich gar nicht verkacken. Gibt es hier noch mehr Seelenstaub? Nee, da ist nichts mehr. Ist hier noch was? Scheint auch nicht. Wir brauchen Seelenstaub, Leute. Okay, Ursigur. So, da bist du also wieder. Du machst deinem Ruf alle Ehre, Grenzgänger. Okay. Wer hat dir von mir erzählt? Geister, Menschen. Ja, selbst uns Titanenlords bist du kein Unbekannter mehr, Grenzgänger. Titanenlords? Natürlich. Du stellst dich doch gerade gegen einen sehr mächtigen meiner Art. Tatsächlich? Erzähl mir mehr von ihm. Dein Feind weiß noch nicht, dass du ihm auf den Fersen bist. Du bist auf einem guten Weg. Jedoch ist dieser Weg noch lang. Was kann ich tun, um ihn aufzuhalten? Ich kann dir nicht mehr sagen. Mach nur weiter so wie bisher. Und bald wirst du alles wissen, was nötig ist. Okay. Was macht ein Titanenlord im Schattenreich? Wir sind, was wir sind. Wir können überall existieren. Unsere Macht erhalten wir durch die Kraft der Titanen. Wer die Titanen kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Das gilt für deine Welt, als auch für das Schattenreich, Grenzgänger. Sehr schön. Es gibt also noch andere Welten? Das zu begreifen, dazu reicht dein menschlicher Geist nicht aus, Grenzgänger. Bisher kennst du deine eigene Welt und das Schattenreich. Belassen wir es besser dabei. Alles klar. Ich habe dich gerufen und befehle dir, mir zu helfen. Na. Wir werden jetzt nicht übermütig, oder? Ich habe keine andere Wahl. Ich brauche etwas, das mir im Kampf gegen die Schatten hilft. Die Schatten. Klingt nicht so, als wären sie deine besten Freunde. Du glaubst wirklich, dass du den Kampf gegen sie gewinnen kannst, oder? Nicht allein. Ich brauche starke Verbündete. Na schön. Ich werde dir helfen. Hör genau zu. Ich werde einen meiner Diener ins Hinterland von Antigua entsenden. Er wird dir einen Teil seiner Macht schenken, wenn du ihn besiegen kannst. So sieht deine Hilfe aus? Du schickst mich in den Kampf gegen eine deiner Kreaturen? Du willst die Schatten aufhalten. Dann wirst du meinen Diener mit Leichtigkeit überwinden. Geh nun. Ich habe dir genug gegeben. Lass deinen großen Worten Taten folgen. Warte mal. Geschenk des Feuers. Ursigur. Wir können nochmal ins Schattenreich? WTF? Und wer steht jetzt da? Wir machen das jetzt einfach mal hier richtig geile Schattenreich-Action. Oh, Garcia, wirklich? Ich habe hier noch was zu erledigen. Ja, natürlich, aber warum können wir hier trotzdem überall hin?
Das gefällt mir nicht. Und mir gefällt nicht, dass Garcia da ist. Wie weit können wir denn hier rumlaufen? Alter, können wir hier weit laufen? Ich habe hier noch was zu erledigen. Ja, weiß ich doch jetzt. Kollege. Ich habe hier noch was zu erledigen. Okay, Garcia, du Penner. Hey, du, bleib stehen. Hast du meine Goldbrosche gesehen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Verdammt! Ich war mir fast sicher, dass sie hier irgendwo... Du hast sie doch bestimmt gestohlen. Gib sie wieder her, bevor ich dir das Fell über die Ohren ziehe. Nein. An diesem Ort gibt es kein Gold. Pah! Und was ist das hier? Moment mal. Wo ist meine Geldbörse? Tja, Garcia. Sie war doch gerade noch... Du sagst mir jetzt, wo du einen deiner Schätze vergraben hast. Da bin ich einmal gespannt, wie du mich dazu überreden willst. Ich habe hier deinen falschen Schlüssel. Du musst mir gehorchen. Ah! Du verdammter Sohn eines räudigen Köters! Also, hinter dem großen Tor auf Kila gibt es einen Schrein. Dort wird ein goldener Affe erscheinen, wenn du das richtige Losungswort kennst. Dass du mir gleich verraten wirst. Raus mit der Sprache. Das Losungswort heißt, Garcia ist der Stärkste. Na gut, dann hoffe ich für dich, dass du die Wahrheit gesagt hast. Mach, was du willst. Ich verschwinde jetzt von hier. Moment noch. Klappe zu, Affe tot. Okay, wir kriegen jetzt eine Quest nach der anderen und ich weiß, wie viel ein Geist after Geist. Ah, okay. Das sind erstmal die zwei Sachen, die wir gefunden haben. Usegurs Flammenauge und Garcias Kram. Gut, wir wollten hier raus, ne? Kann ich mal eben zum Hafen und nochmal kurz mit Mendoza reden? Sicherlich würden wir es können. Mal gucken, ob er jetzt was zu sagen hat. Denn wir haben schon mal zumindest jetzt bei Osego und Garcia was herausgefunden. Stahlbartskram kriegen wir auch noch. Ich bin gespannt, wie viele wir da im Schatten... Mara haben wir auch gesehen. Wir finden auch noch was von Mara. Aber bevor wir mit Mendoza reden, würde ich sagen, machen wir eine kleine Partpause. Hier im Jubiläumspart 90 haben wir also ordentlich was erfahren, waren gut im Schattenreich unterwegs. Ich bin gespannt, was es damit dann auf sich hat in der echten Welt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.